Ja, wie jetzt? Du sag mal, Meister, warum riecht denn die Karre hier so merkwürdig? Und was ist das für eine braune Schlunze da drin? Naja, das ist doch die gute Zündab hier vom Pater Jonsson. Pater Jonsson? Pater Jonsson, der war da mit auf der großen Tour der Christschiss. Und deswegen riecht das Ding so? Na ja, sicher. Was meinst du, was da los war, du? Riecht aber auch ein bisschen nach Kinderunschuld. Da gab's abends so drei große Pötte Schipottel, ne? Da kommen die Kids nicht klar, so ein Kindermagen, der kann Schipottel nicht vertragen. Ne? Das ja, das ist stimmt. Ein alter Reim, den Großvater Jonsson auch immer gesagt hat. Großvater Jonsson? Oh, ich spritz schon drauf. Er ist eine kleine Gemeinde, hier gibt nicht so viele Namen. Boah, war das auch wieder mit Rost, ne? Ja, das bisschen Rost. Aber mit unseren neuen Turbotechniken easy. Mit dem Turbotechnik 3000 ist das... Mit der Tech the Turb. Taiko Turbo Tech. Oh, schön draufballern, einfach draufballern. Von allen Seiten. Jetzt Google fragt jetzt, was ich von Google will. Ja, siehst du? Wie hab ich's jetzt geschafft, Google zu aktivieren? Keine Ahnung, mit von allen Seiten. Da sagt Google natürlich, welche Seite meinen Sie? Ja, alle, Google. Ich meine alle Seiten. Google, wir kennen uns schon so lange. Google ist auch einfach, das ist eine Traumfrau in meinem Handy. Die weiß genau meine Vorlieben. Deine perversen Vorlieben. Alles, sie hinterfragt das nicht. Sie zeigt mir einfach Neues, was man so entdecken kann. Kotzen asiatische Frauen wird gegoogelt. Vielleicht auch interessant, vietnamesische Codespiele. Da kann man nicht mehr zurück. Nee, du bist schon zu weit. Einer der besten South Park-Folgen, ne? Diese Internet-Folge. Ja, ja, die war richtig geil. Ja, wir sind ja schon bei 98%. Ja, klar. Weil, Junge. Richtiger Turbospritz hier. Das geht so schnell. Was fehlt denn noch? Ja, da irgendwas an den Bremsen oder so? Ja, der war Innenraum auch. Bestimmt auch noch, oder? Ja. Die Zahnzwischenräume. Gucken von hier, ob ich da noch was sehe. Hier habe ich noch irgendwas getroffen, du. Ja, so. Dran. Das Zuchtblech. Das ist das Zuchtblech. Damit züchtigen wir sie. Das ist Zuchtblech. Schmutzblech. Nein, Schutzblech. Das Schmutz. Zuchtblech. Schmutzblech heißt es hier bei mir. Ja, Schmutz nicht. Und Schutz. Wir haben zwei Bleche. Schutz vor Schmutz. Suchst du Schutz vor Schmutz? Hier vorne, das ist doch auch so ein Schutzblech. Ruf ihn an, ja, den Lutz. Hier, hab ich's doch. Ah. Ja, geil, Mann, das war ja ein Easy-Spritz. Guck mal, hier jetzt nochmal der Schnelldurchlauf. Hier sieht man, wie die Kollegen vom Team Spritz das alles sauber machen. Wir haben jetzt auch eine Düsenverlängerung, ne, für den guten Spritz. Oh, eine Verlängerung. Ja, hab ich gegönnt. Hab ich gegönnt. Hat er gegönnt, das ist gut. Da muss dann bei Gebäuden nicht zwingend immer eine Leiter und so haben, bei höheren Zielen. Ja, das dachte ich mir nämlich, weil die alte Waldhütte, wo Baba Yushka wohnt, ne? Oh, ja, Baba Yushka. Guck mal, die ist hoch, die ist hoch. Ja. Und ich rieche auch wieder hier Kindertränen. Richtig dreckig. Richtig dreckig. Verbessert die Reichweite. Wusch, guck mal hier, schön. Oh, da schmilzt der Schmodder. Siehst du, wie ich hier hingehe? Zack. Boah, das schon sagt die Yushka, geil, Mann. Du kannst da nicht mehr so nah ran. Ist das die lange Verlängerung? Oder? Ja, wenn ich jetzt zu nah rangehe, dann hau ich der Yushka hier die Schindeln vom Dach. Yushkas alte Schindeln. Yushkas alte Schindeln. War das nicht so ein Laden unten? In der Schindel Lane? Altes geiles Hexenhaus wird abgespritzt. Hier wohnt ein Zauberer. Ich glaube, hier wohnt ein Zauberer, ne? Nee, ich glaube, also nach der Dings-Story haben sich hier irgendwie zwei Leute abgesetzt nach einem Banküberfall oder so. Ach, es gibt hier echt eine Story? Ja. Na gut, ich meine, wenn du eine Bank ausgeraubt hast, ist das auch wirklich mit das Unauffälligste, was du machen kannst, ne? Was, im Wald wohnen? Nee, ich glaub, ja, nee, in so einer Hütte wohnen. Nein, in so einer Hütte. Als ob da Bankräuber drin wohnen würden. Boah, aber hier ist auch eine echt hart rostige Verkrustung. Ja, aber wir haben keine Angst vor Krusten. Rufen Sie uns jetzt an. Wir haben keine Angst vor Krusten. Haben Sie Angst vor Krusten? Haben Sie eine Spinne im Garten? Haben Sie eine Spinne im Garten? Wir kommen. Wir haben keine Angst. Komm, also mit dem Hochdruckreiniger kannst du mir sagen, was. Aber wer da noch Angst vor Spinnen hat, wenn er einen Hochdruckreiniger in der Hand hält, ne, der hat andere Probleme. Muss irgendwie, kann ich da oben den Baba Yushka-Rahmen
Oh, ja. Ich hab den Juschka-Rahmen hier gereinigt. Den Juschka-Rahmen? Ist irgendwie noch Schmutz im Fundament irgendwo? Warum? Wo? Wo ist er, der Fundamentenschmutz? Hier die Stufen, zack. Fundamentaler. Fundamentaler Dreck ist hier noch irgendwo. Alter, ich reinige wie ein Champ. Ja, es ist hier Champions League Reinigung. Das Haus war einst so dreckig und jetzt bam. Hier ist auch der Kellerraum. Irgendwie da lagern sie ihre Goldbarren, glaube ich. Können wir da rein? Nee, ich glaube nicht, aber... Ja, aber warum haben die das Haus denn so dreckig gemacht, Meister? Damit es keiner sieht. Guck mal, die haben da irgendwie einen geheimen Code an der Wand. Siehst du, guck, da ist ein Bankgebäude irgendwie abgebildet. Guck mal, ich lege hier den geheimen Code frei, Junge. Aber mein Spritzer ist zu hart. Naja, stimmt. Siehst du, das ist der geheime, hier wohnt der Bankräuber. Mhm. Aber leider ist meine Düse einfach so hart. Das ist... Richtige Hartspritzdüse. Aber da brauchst du zum Beispiel, das ist das Geile, dann nicht mehr, weißt du, da kommst du da oben in den Giebel halbwegs gut rein. Musst jetzt nicht zwingend die Leiter holen. Ja, du kannst hier mit einer Jump-Technik, einer alten taiwanesischen Jump-Technik, kannst du viel machen. Ja, aber da kommst du dann nicht oben ans Fenster dran. Kommst du nicht oben dran. Doch, doch. Also hier eben gerade habe ich gut alles... Ja, ne, der Winkel von oben. Das halt, ne, muss ja von oben auch noch ein bisschen Spritz machen. Der Friedensspritz, der geht doch nur von oben. The last Spritz. Das ist ja, was wir wollen. Wir spritzen für den Weltfrieden. Denkst du, wir retten Leben mit unseren Spritzereien? Ich denke schon. Ich denke schon. Auf Dauer gesehen, ja. Denkst du, die Welt wäre ein schlechterer Ort, wenn wir nicht so viel spritzen würden? Ja, ja, klar. Ist immer. Gut, die wäre auch nicht so überbevölkert, aber... Ja, nur wegen dem Spritzkommando wurde Tschernobyl... Ich meine, es war eine Katastrophe, aber es wurden auch viele gerettet. Ja, ne? Glück im Unglück, sagt man. Ich sag dir, Menschen, die spritzen, sind wichtig. Und jetzt nicht einfach irgendein großes Dach drüber gebaut? Einfach zumauern und ignorieren. Das ist halt die Taktik der Menschheit. Ja, ja. Hey, diese Wand hat angeblich noch Schmutz da oben. Boah, ich habe Jesus hier in einem Stück Schimmel entdeckt. Ich hab Jesus. Nein, hier ist wirklich. Guck, komm her. Oh Gott, guck mal, hast du mal Tab gedrückt und gesehen, dass das nicht nur das Haus ist, was wir putzen müssen? Oh nein, auch den Zaun. Alter. Und die Bäume. Und die Bäume, Rinde muss weg. Muss Rinde weg, du. Runter mit der Rinde. Komm mal hier, komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Große Rindenbewegung. Ich putz doch hier hinten. Was machst du nur? Na, komm mal hierher. Wo? Hier, Jesus im Schimmel. Erkennst du nicht das Gesicht? Ja, da stimmt. Aber das ist dieser recycelte... Recycling-Jesus? Hat der auch unterschiedliche Editionen, so wie Jason? Ja, ja. Oder da gab's noch, wo die das da restauriert hat. Da gibt's doch sogar dieses berühmte Meme-Gesicht von so, weil es so bescheuert aussieht. Recycling-Jesus. Ist doch irgendwie so ein Jesus da restauriert und der sah richtig bedeppert aus. So, als hätte es irgendwie ein Vierjähriger gemalt im Kindergarten. Okay, hier brauche ich jetzt eine Leiter, da komme ich echt nicht hin. Selbst mit Turbodüsenverlängerung. Malavista Edition. Oh, ich habe Jesus mal schön das Gesicht weggespritzt. Ich mache hier schön diesen Rahmen. Was würde Jesus tun, Edition? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus abspritzen? Wahrscheinlich eine ordentliche Dosis Messwein. Mescalinwein, ja. Mescawein. Ordentlich ein Pilusch voll Mescawein. Ach, das geht schnell hier. Das geht schnell heute, sag ich dir. Denkst du, wir sind heute gut durch? Ja, wenn du da einmal dann
ordentlich aufs Dach gehst gleich, da ist ja eh Feierabend. Den Rest machst du von hier unten. Ja, aber der Zaun ist nochmal... Ja, gut, aber den... Der ist nur eine gerade Fläche, keine Winkel. Wenn du da einmal richtig dran bist an dem Zaun... Uiuiui, hier blinkt es aber auch wieder, ne? Ja, ja. Gut, weil wir jetzt erst die kleinen Spritzels machen und dann die großflächigen Arbeiten erledigen. Durch die Verlängerung kriegst du natürlich auch den harten Randrost. So, also den, also ja, die Randverkrustungen. Ja, gut weg. So leicht der Randkrustelis. Ja, das ist halt nur nicht zu nah ran. Das hat auch ein riesen Dach, ne? Ja. Du kommst von hier unten schon relativ hoch ans Dach ran, sag ich mal. Ne, so 40% schon. Ah, ja, ja, easy. Der Schmutz, das ist, als würde er in der Sonne schmelzen. Es ist, als würde er in der Sonne schmelzen. Also unten sieht schon mal ganz gut aus. Ja, ja. Ja, wir kommen da jetzt in eine gute Reinigungsphase. Jetzt haben wir halt noch sehr, sehr viel Dach. Der Dach ist immer so blöd, weil der da immer so dran rumrutscht und so. Zack, sauber hier. Wollen wir hier einfach mal hier oben hin und springen rüber. Und hier so Fensterrahmen ist halt auch immer so ein Problem dann, weil du da von oben nicht so dran kommst. Ja, ja, das stimmt. Da müsstest du dann vielleicht mal die Leiter... Wow! Du kannst das Ding auch rumschieben, ne? Ja, jetzt bin ich gesprungen wie ein Held. Ah, easy. Hauptdach. Geh mal überhaupt aufs Dach. Die sind halt auch so im Schornstein sehr starke Innenverkrustungen, die entfernt werden müssen. Ja, vielleicht hat da einer auch wieder Kunststoff angezündet oder so, weißt du ja immer nicht. Na, Schornstein ist ganz schön tricky noodle. Der ist tricky noodle. Achtung, gleich macht's bling. Bling. Also ich mach mich mal an die Mauer. Ich mach mich mal an den Zaun. Mal hier erstmal das Törchen. Ja gut, weil dann mache ich jetzt hier die eine Hauswand erstmal Taco. Taco Vista. Ich bin Dr. Taco Vista. Mein Name Dr. Taco Vista. Ach so, hier ist. Zählt das mit zu Zaun? Oder zum Tor hier? Boah, schön. Schöne Plingling-Dings. Oh, guck mal, hier gibt's Schlumpfbären. Willst du dir doch direkt wieder durch die Nase zischen? Guten alten Strumpfbären. Die ziehen sich wirklich Leute in die Nase. Habe ich eine Doku drüber gesehen? Ich war auch drin. Ich war auch drin als Kunde. Ich bin anonymer Kunde 7. Guck mal. Ja, jetzt bin ich runtergerutscht. Ja, weißt du, da will man irgendwie mal Socken kaufen. So, und dann denkt man, ja gut, wenn die so teuer sind, dann haben die bestimmt Qualität, ey, und dann verkaufen die gebraucht, die Idioten, ne? War ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Die World is gar, gar, gar. Hast du es schon gesehen? Nee. Die World is gar, gar, gar. Diese neue Penny-Doku. Die neue Generation von Penny. Die neue Generation von Penny? Ja, da gab's doch die alte hier mit Captain zur See und so. Ach so, nee, hab ich noch nicht gesehen. Ich dachte eben Penny-Werbespot. Wäre ich Penny, hätte ich mir die Nähe geschnappt für einen Werbespot. Er hat die Kultwerbung gemacht mit dem Captain. Ja klar, der fährt die großen Pötte. Der hat alle Patente. ABC und die 6. ABC und die 6. Hätte ich mir sofort gekrallt und gesagt, den Mann brauchen wir in unserem nächsten Werbespot. Ja. Ja, aber es gibt jetzt halt eine neue Doku und da ist auch so ein. Da sind auch viele bunte Gestalten. Das ist halt ein legendärer Penny. Ich würde mich da hinsetzen mit ein paar Snacks, Klappstuhl. Wo verbringst du deine Sommerferien? Ja, beim Penny.
Penny-Watching. Ich denke schon, dass da einige hingepilgert sind. Ja, sicher. Es sind, in der Doku gibt es auch so, die wollen im Penny zelten vom Fleischregal. Haben sich ein Pop-Up-Zelt mitgebracht. Ey, was ist denn hier jetzt noch so stark verkrustet? Das untere Dach. Was ist denn? Unter dem Dach? Das untere Unterdach. Ich muss hier ganz vorsichtig noch ran. Ja, hier. Na, jetzt hab ich's. Hier war nochmal so richtig dick. Richtig Schmodderkrust. Richtig schön Schmodro. Schmodderkrust, das wäre mein Wrestlername, glaube ich. Und ich wäre Schmodro, der Schreckliche. Schmodro. Mit seinem Schmodder-Slam. Schmodder-Slam. Und wie läuft's bei dir? Ist gut, ja. Wird sauber hier. Wird sauber. Also für so, den Job brauchst du aber auch echt eine lange Düse. Ja, da brauchst du eine dicke, ordentliche Düse. Also es macht dann mit mehr Düse macht es halt einfach mehr Spaß, ne? Du brauchst dann nicht oben da aufs Dach ständig, also jetzt wie gesagt, von unten konnten wir jetzt schon viel mehr machen ohne Leitern, allein wegen der Verlängerung. Das ist halt unangenehm, weil du hier dauernd am Sliden bist. Du musst hier halt dauernd runter. Ja, aber deswegen hast du halt dieses Gerüst. Ich schätze das Gerüst nah dran, direkt daneben. Und dann kannst du auf dem Gerüst rumlaufen und durch die Verlängerung hast du halt einen kleinen Vorteil, so. Kleinen Spritzvorteil. In der Mauer ist es so schwer zu erkennen, wo man schon war irgendwie. Also unten ist klar, ganz dicke Krusten. Aber so in der Mittelebene der Mauer hast du Schwierigkeiten. Aber guck mal, wir sind erst bei 69%. Ja, warte ab. Guck mal, das macht jetzt gleich wieder Katsching. Ja, zack, da geht's weiter. Dann bist du schon auf 70 und dann machst du hier nur den Pfosten. Zack, zack. Es geht ganz schnell, Junge. Zwei Dreitel haben wir schon. Zwei Dreidels? Zwei dreckige Dreidel. Zwei Dirty Dreidels. Dirty Dreidel, die haben sich nämlich im Dreck gedreht. Also im so würde ich meine Prisk-Band nennen. Die Dirty Dreidels. Wir treten bei Prisk und bei Mitzvahs auf. Die Dirty Dreidels. Die Dirty Dreidels. Dirty Dreidel and the Dreidel Boys. Hootie and the Blowfish ist auch so ein Name, ne? Dirty Dreidel and the Bar Mitzvah Boys. Mega, ich würde die engagieren, auf jeden Fall. And the Bar Mitzvahs. Die Bar Mitzvahs. Richtig nice. Ich finde es gut. Ich finde, eine Band sollte sich so nennen. Oder ein YouTube-Kanal. Und da ist er schon. Und da ist er schon. Danke, dass ihr uns erwähnt habt. Hilft uns echt. Was ist das? Ja. Trotz des Auftrittsverbots zur Zeit. Alter, ich habe gerade einen seltenen Kuckuck gehört oder so. Das war so ein Pfeifkuck. So, ich habe die Hälfte vom Dach eigentlich jetzt quasi clear. Ich hab die Mauer gleich durch hier. Ich bin gleich durch mit die Mauer. Ich meine, wir fragen. Das Dach ist halt selbst, richtig Mammut. Selbst wenn hier jetzt so Bankräuber wohnen. Nee, wir sind ja auch diskret. Eben, wir sind nur zum Putzen. Ja, wir sind wie der Tatortreiniger. Wir kommen nicht, um irgendwie zu urteilen. Ja. Wir sind nur zum Reinigen hier. So, kann ich das denn drehen? Kann ich das irgendwie drehen? So, Hexenjäger, Rocky. Würde niemals vor dem Gesetz davonlaufen und sich jahrelang in einer feuchten Hütte verstecken und sich als Bäcker ausgeben. Es sei denn, er wäre völlig verzweifelt. Ja, alte Rocky, ne? Achso, hast du so eine SMS ja, eben hast du eine Nachricht bekommen, ja. Rocky, der Frauenschläger, hat sich hier versteckt, heißt es. Alter. Rocky, Frauenschläger. Das ist mein Nachname, ich habe noch nie eine Frau angefasst. Ja, ist ja voll mies. Wie wenn du mit Vornamen Gliedmund heißt. Ich bin nicht schwul. Nicht
bringe euch Liebe. Joschka Kliepmann. Das wäre echt mies. So zu heißen? Ja. Also. Wird sich umbenennen? Oder würdest du daraus eher was Kultiges machen und sagen, ich trage den Namen mit Stolz? Ja, das Problem ist, du musst erst durch diese Lebensphase durch, wo es dir peinlich ist. Ne? Ja, du musst erst leiden, damit du den Prestige kriegst. Genau, genau. Oh, oh, mit einem David kann jeder leben, aber mit einem Gliedmund, da muss man schon was für hergeben. Ja, ja. Ah, guck mal, jetzt geht das hier. Jetzt geht das hier. Die Doppelspritzboys. So, ich stelle mich nämlich hier in den Winkel. De Schrüpp? Schrüppwinkel? Im Cirque de Schrüpp hab ich damals meinen Großvater verloren. Cirque de Schrüpp? Er hat so viele Latten gewienert, gab kein Zurück mehr. Ah, 95, Junge. Tage stellte ich die Frage. Wenn ich die Muttis jage. Mein Name ist Gliedmund Frauenschläger. Ich hab halt jetzt so ein Ohrwurm von dieser blöden Doku, weil dieser Typ so ein doofes Lied singt irgendwie. Er singt dann irgendwie Muttis gaga gaga. Muttis gaga gaga. Die fliegt so fast seine Maske aus dem Gesicht und so. Er ist total energisch, um sein Lied zu präsentieren. Ein paar Tausend hat er damit gemacht, hat er gesagt. Krass. Genügend wieder für Wein. Genügend für Tüten Wein. So. Was ist mit dem Hauptdach? Da fehlt da noch was. Da fehlt irgendwo noch eine richtig fiese Schmodderecke hier. Zieh ich nochmal durch. Ja, hier vorne war auch noch was. Eine Kante. Oh, da ist noch Kante. Ja, da ist richtig Kanto. Kanto-Region? In der Hanto-Kanto-Region. Ja, guck mal, hier ist nochmal eine richtig dicke Fuge. Da ist nochmal richtig schön Dreck drin in dieser also Fuge. Eine Anderfuge hier. Ja, hier sind so Anderfugen. Ist das der Hans Anderfugen? Ja. So, Dach ist ready. Oh, da fehlt noch was. Wo denn? Ja, da oben an dem... Das Dach auf der... der in dem Giebel auf der rechten Seite des Fenster hier. Also in dem Giebel drin hier. Da das... So, da ist noch ein Fenster. Oh, da muss ich aber auf den kurzen umspannen, glaube ich, oder? Oh, okay. Wir kriegen es noch hin. Hier von oben auf den Rahmen, ey, da musst du ja hier auch Roof Hopping, ja, so siehst du, da ist sauber jetzt. Ja, aber haben wir noch so einen kleinen Ghibli? Ich schätze mal, dass wir hier, da, ja, nee, da kommen wir so nicht dran, da müssen wir Leiter holen, bitte. Wenn das so geht, geht es? Ja. Da kommst du nicht dran, von da oben, da musst du hier und auf kurze Dings umstellen. Und spritz mal weg hier. Ja, ich mach kurz auf kleine Pistole. Aber das ist das letzte Ding? Nee, irgendwas fehlt immer noch. Gut, aber was das letzte war, weiß ich nicht, aber... Da war noch einer. Ja, irgendwo was. Schornstein und Rest. Nee, du musst weg. Musst mit oben links einfach gucken, so über das Gebäude hovern. Ja, da war noch ein Fensterrahmen, hier vorne. Da kommen wir da ran? Weiß ich nicht, warte. Geh mal weg. Vielleicht kann ich das da irgendwie... Ne, jetzt kann ich hier nicht hinstellen, da ist irgendwas im Weg. Na, da kann ich es hinstellen höchstens. Alter, das Geräusch! Meister! Ja, nimm mal leider, Junge. Du sag mal, Meister, warum hast du das Haus jetzt kaputt geschlagen? Ah, so. Da war noch ein Fensterrahmen. Hauptdach, Fensterrahmen, Fensterbank. Wird dir oben links was angezeigt? Nee, nee. Hä? Nee, aber irgendwo ist noch was. Kann man da rein? Vielleicht hier bei diesen Fundamenten unten mal gucken. Holzrahmen. Hier, guck mal da.
Ah, die Wand hier. Wo? Oh, hier Ritzenwinkel, Junge. Und noch links der Pfosten. Fenster, auch noch nicht. Irgendwo noch ein Fenster. Fenster selbst? Fensterrahmen, Fensterbank. Ein komplett ungecleantes Fenster. Ne, das da oben hatte ich. Fenster, Fenster. Siehst es ja, wenn du drüber haberst, so, dann. Na, aber hier ist nix. Fenster, Fenster? Ja, gut, manchmal sind das ja. Vielleicht da oben im Giebel irgendwo, oder? Da, 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 das hier. Ah. Da hole ich doch die Leiter, dann geht es ja viel leichter. Von oben einfach dran. Ich bin der Fenstermann. Da musst du hier jetzt echt so ein Stück runter. Du musst unten den Winkel noch treffen. Ja, noch eins. Ja, von der Seite war noch ein bisschen Spritz. Ah. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.